Oh! Digga, was? Hä, Alter, oh mein Gott, Alter. Gerade wieder ein Creator-Code Pookie-Gewinnspiel. Jeder, der den Creator-Code Pookie eingibt, hat täglich die Chance, einen 50-Euro-Gutschein für iTunes oder Google Play zu gewinnen. Das Gewinnspiel läuft bis zum 30.04. und jeden Tag um 0 Uhr wird ein Gewinner bekannt gegeben. Was ihr dafür tun müsst? Ganz einfach Creator-Code Pookie eingeben, dann im Shop einen Kauf mit Juwelen tätigen, das Ganze filmen per Bildschirmaufnahme oder mit einem anderen Gerät und auf Instagram in die Story hochladen und @Pookie9 markieren. Viel Erfolg an jeden und danke für den Support. Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Pookie. Schön, dass du wieder dabei bist und heute gibt es wieder eine neue Folge Brawl Stars! 10 Arten von Brawl Stars Spielern Teil 2. Ja Leute, bevor wir jetzt aber in die Arten reinkommen, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, lasst unbedingt ein kostenloses Abo da. Gebt den Creator Code Pookie ein und ganz, ganz wichtig, nur noch bis zum 13. gibt es den Maskenboxer im Shop auf www.scheißboxer.shop. Nur noch bis zum 13. inklusive einer handsignierten Autogrammkarte von Marvin Block und mir zu jeder Bestellung kostenlos dazu. Also gönnt euch, solange die noch da sind, eben bis zum 13. Danach gibt es den nie wieder. Und ich würde sagen, jetzt viel Spaß mit den 10 Arten von Brawl Stars Spielern Teil 2. Der Free-to-Play-Spieler. Du Pookie, warum ist dann vorher nur Stufe 3? Ich hab Digga. Ihn hier maxed out. Ich bin bei 8 Trophäen. Ja, ich gebe auch kein Geld aus. Nee, ich gebe kein. Ist free to play. Ich bin free to play. Ey, come on. Nee, ich hab das von Anfang an gesagt. Ich hab bis jetzt noch kein Geld ausgegeben. Ich werde auch nichts ausgeben. Ey, dann spiel ich aber nicht mit dir. Come on. Wieso denn? Das geht doch voll. Guck mal. Ich hab ihn maxed out. Ich bin bei 8 Pokalen. Ja, okay. Ist ja nicht. Also, keine Ahnung. Ich gebe halt einfach kein Geld aus. Das war immer so. Ich muss schon mit guten Leuten spielen, die auch krasse Supporter haben. Ich bin ja gut. Kannst du wenigstens einen legendären spielen? Ja, hab ich noch nicht. Ich hab noch keinen gezogen. Was? Du hast auch noch keinen. Nee, ich bin halt ganz free to play. So, gibt's irgendwas gratis? Nee, Bull habe ich schon eingefordert. Ja, du kannst mal den neuen Brawler dir holen. Ich hab den auch schon. Ich gebe kein. Also, ich will dir echt kein Geld ausgeben. Ja, dann spar halt schon verlockend, aber. Ja, klar, 350 geht ja auch so auf eben free to play. Egal, machen wir mal eine Runde. Komm, ich zeig dir. Okay, aber wenn ich ein Minus bekomme, ich raste komplett aus. Nein, wir bekommen auf jeden Fall kein Minus. Okay. Das heißt ja nicht, dass ich schlecht bin. Free-to-Play heißt ja nur, dass ich kein Geld ausgebe. Ja, aber ich möchte halt mit krassen Spielen, die auch so am Ballen sind wie ich. Okay, komm, wir gewinnen. Wo sind hier die Gegner? Ja, weiß ich nicht. Das musst du ja wissen. Ich bin ja Free-to-Play. Ja, du bist ja der krasse Spieler. Ja, aber Free-to-Play, du sagst ja, weil ich Free-to-Play bin, ich bin nicht krass. Was jetzt? Bin ich krass oder nicht? Nur weil mein Brawler Power 1 ist, ich rasiere alles. Also, okay. Oh, ich bin tot. Nee, easy. Wie hast du das denn überlebt? Ja, ich bin halt krass. Oh mein Gott, ich hab den gar nicht getroffen. Nee, du hattest einfach nur Luck. Nee. Ich hab Mitleid mit dir. Luck hätte, wenn ich Luck hätte, dann hätte ich jetzt hier schon einen Crow oder einen Leon, einen legendären. Aber bis jetzt noch nichts gezogen, ich bin ja free to play. Ja, fast unmöglich. Gib einfach mal Geld aus, Mann. Nein, ich gebe kein Geld aus. Alle sagen, gib Geld aus, mit Creator Code Pookie und so sagen die alle, aber nee, ich gebe gar nichts aus. Vor allem, weil ich den auch gar nicht supporten will, den Esel, ey. So. Oh Mann, ich hole mir immer mit Creator-Code. Ehre, ich Ehre, also was? Ja, komm, let's go. Guck, und jetzt kannst du noch einmal sagen, dass ich Free-to-Play bin. Nur, ich bin nicht kacke, nur weil ich Free-to-Play bin. Oh, du hast die letzten zwei gekillt. Ich bin richtig krass. Let's go. Der Auto-Aimer. Junge, was machst du? Ja, Junge, chill, es ist gerade gut. Junge, ja, Auto-Aimer. Du hättest die Kiste nehmen müssen, halt die Kiste. Auto-Aim ist das Beste. Kann ich nur empfehlen, Leute, ich bin immer Auto-Aim. Oh! Junge! Ich hasse Auto-Aim. Auto-Aim ist das Beste, hast du gesehen? Ohne, das hättest du niemals geschafft, wenn du zielst. Pass auf, Junge. Auto-Aim ist das Beste. Auto-Aim ist das Beste. Guck mal, da ist die Piper, pass auf. Du bist einfach nur lost, deswegen findest du Auto-Aim gut. Die Piper, die macht kein Auto-Aim, ich mach Auto-Aim. Guck, oh mein Gott. Oh! Guck, Killfeed. Auto-Aim ist das Beste, hab ich gesagt. Guck. Oh, da ist der Auto-Aim tot. Oh je. Auto-Aim. Junge, jetzt hör doch mal auf. Ja, warte, wir müssen die kriegen. Warte. Digga, das ist geh doch mal ran. Noch davor, das weißt du was? So lost. Du bist, ich bin hier der Auto-Aimer und du bist der Angsthase, weil du läufst weg. Wir spielen okay, gerade zwei in einer Sache. Digga, geh rein. Das sind Kisten, da kannst du nicht Auto-Aimen. Geh rein, das geht. Geh doch rein jetzt. Ja, ich geh gleich rein. Jetzt warte doch. So, Junge, jetzt hör bitte auf zu Auto-Aimen. Was das machst du denn? Gut, Auto-Aim ist das Beste. Junge, ich weiß nicht. Digga, das. Auto-Aim ist das Beste. Junge,
hör doch mal auf, so Auto-Aimen. Aim doch mal ein bisschen, du würdest ja, ja fast jeden Schuss treffen, Digga. Auto-Aim ist das Beste. Na gut, das war gerade echt nicht schlecht. Auto-Aim ist das Beste. Ja, Digga, kann nicht dein Ernst sein, Alter. Was machst du denn für eine Kacke hier? Das ist gut. Quartal, weil hier, komm, man muss ein bisschen busch stehen, du weißt so, dann kannst du mal nicht aus Wasser schießen. Kannst du nebenbei noch einen Schluck Wasser trinken und drückst einfach auf den Knopf, wenn jemand kommt. Sag Bescheid, wenn jemand kommt, ich trinke jetzt. Okay, ja, ist wer da, ist wer da. Siehst du, ich brauch gar nicht hinkommen, ich schieß einfach. Ups. Ich bin tot. Okay, ist los. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein! Oh Mann, ja, aber ey, ich sag dir ganz ehrlich, das geschieht dir auch recht. Direkt Auto, ey, Alter. Der Analyst. Okay, okay, das ist... okay, das Sprout hat Star Power. Der Sprout hat Star Power. Okay, die haben alle Star Power. Das sieht man auf jeden Fall schon mal. So. Die Frage ist, haben die auch Gadgets? Haben die auch Gadgets? Ja, ja, warte. Ich bin da gut dran. Und, komm. Oh, ja. Stark, stark. Okay, bis jetzt hat, glaube ich, noch niemand ein Gadget gezündet. Zumindest habe ich es jetzt nicht offensichtlich gesehen. Junge, der hat mich eingesperrt. Okay, warte. Die Mauer müsste in 5 Sekunden weg sein. 4, 3, 2... Eins und weg und schnell. Nein, jetzt ist er auch noch reingekommen. Junge, ich habe mich um eine Sekunde verzählt. Okay, ich roll da jetzt rein. Es dürfte niemand mehr Schild oder sowas haben. Ja, ja, okay, nice. Marvin, pass. Ah, schade. Der wäre reingegangen, hättest du gepasst. Der wäre reingegangen auf jeden Fall. Aber kann man nichts machen, ist nicht schlimm. Okay, die boostet jetzt hier, ja. Ja, komm. Oh mein Gott, Digga, die Mauer. Okay, das heißt, Ult ist schon mal raus bei dem. Die Mauer ist auch gleich weg. Tobi, du solltest gleich wieder rauskommen. Musst ein bisschen jetzt warten. Oh mein Gott, ich habe die Lags am Start. So, ich booste rein in Sprout. Sprout ist weg. Sprout ist weg. Ich glaube, der hat auch kein Gadget, weil ich habe es zumindest jetzt noch nie gesehen, wie er eins gezündet hat. Das ist natürlich ein guter Vorteil. So, die Runde startet. 5 Teams leben noch. Da links oben haben wir schon mal eine Shelly. Die hat keine Star Power. Das ist schon mal easy. Das könnten wir uns auf jeden Fall. Oh, jetzt habe ich die Lags am Start. Können wir uns. Marvin, kommst du mal hier rüber? Dass wir uns am besten nicht aufteilen. Okay, die haben einen 8-Bit. Ich habe jetzt nicht. Okay, der hat auch keine Star Power. Das ist auf jeden Fall gut. Das ist sehr gut. Server laggen, aber die sollten dann. Oh ja, da habe ich den Energy. So, der ist tot. Okay, sein Mate respawnt auf jeden Fall circa in 9 Sekunden wieder. Ich habe noch Zeit. Ich habe ihn. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Ich hole mir den Energy. Let's go. Das sollte eigentlich relativ easy werden. So, du bist am Start. Ich bin weg. Du bist am. Ich habe mitgezählt. Du hättest eigentlich jetzt spawnen müssen. Ich habe das genau mitgezählt. Hundertprozentig. Das war wahrscheinlich ein Bug vom Spiel. 5 Teams sind noch am Start. 4 Leute gucken gerade zu. Wer könnte das sein? Wahrscheinlich irgendwer aus der Friendlist oder so. Naja, gucken wir mal. So, kannst du da irgendwie rankommen? Oh, ich bin da dran am Bali. Ich bin dran am Bali. Ich bin dran am Bali. Zack, der ist tot. Okay, 14 Sekunden. 13, 12, 11, 10. Wir können den pushen. 7 Sekunden respawnt sein Mate erst. Ah, da kommen wir nicht dran. In 3 Sekunden respawnt er. Okay, der respawnt jetzt gleich. Das ist zu spät. Und... ja. Da kommt er. Ah, mies, mies, mies. Da hätten wir schneller dran sein sollen. Alle 5 Teams leben noch. Gut, die rechts. Da hatte Rico keine Star Power. Das ist schon mal ein Vorteil. Das sollten wir auf jeden Fall nutzen. Komm, ich bin da wieder dran. Ja, ich hab den Bali. Ich hab den Bali. Let's go. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Okay, der Mate von Rico respawnt in 9 Sekunden jetzt. Let's go. Okay, 5 Teams alle leben noch. Du solltest auf jeden Fall überleben. Der Mate von Rico respawnt jetzt circa jetzt genau. Okay, der sollte jetzt respawnen. Ach lol, der ist tot. Der ist gerade noch gestorben. Okay, das war krass, weil ich zähle die Sekunden mit, ich analysiere alles. Eine Sekunde hätte er denn nur länger überleben müssen, dann hätte er es auch geschafft, aber krass. Okay, Crow ist down, das heißt, der Mate hat wieder jetzt 12 Sekunden, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Der Mate sollte jetzt respawnen. Ja, da ist er auch. Ja, müssen wir vorsichtig sein, müssen wir vorsichtig sein. Okay, okay, okay. Oh Gott, die haben alle Energy. Die haben alle Energy Drinks. Normalerweise müsste jetzt bald mal einer bei uns spawnen. Jetzt, wenn man es von dem analytischen Faktor angeht. Und ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Es müsste gleich einer bei mir spawnen. Ich habe das alles analysiert. Eigentlich müsste jetzt. Also, jetzt vom. Komm, der Energy Cube. Eigentlich müsste jetzt einer direkt hier bei mir unterhalb spawnen. Okay, den hast du. Nice, nur noch ein Team. Okay, das ist sehr gut. 9 Cubes, du hast 13 Cubes. Die Gegner haben, oh, 2 Cubes und Energy. Der holt sich noch ein Energy. Und ich, Energy, ich hol den weg. Let's go, ich hab ihn. Die Pieper und ist auch tot. Easy. Ja, das, also, ich sag dir, wir haben nur gewonnen, weil ich alles analysiere. Ja, das ist echt wichtig vor allem. Also analysiert alles. Der AFK-Spieler. So, jetzt lass die Runde mal gewinnen. Das wäre auf jeden Fall easy. Nice. Weil ich habe meinen Mords jetzt schon so hart gedroppt. Da ist eine Kiste, ich hol die. Du kannst schon zum nächsten gehen. Jo, ich schau Gadget. Mal. Gadget, Junge, Gadget so OP. Macht voll Bock damit. So, und Boost nach vorne. Mach doch, tu doch die Kiste. Kevin! Die Kiste!
Kevin? Junge, Digga, sag nicht, dass der schon wieder AFK ist, Mann. Digga. Digga, was macht der denn? Digga, der ist doch jetzt nicht schon wieder AFK gegangen. Ey, jedes Mal das Gleiche, der geht die ganze Zeit AFK. Muss erstmal in Deckung gehen, bis der wieder da ist. Junge, mach doch was. Okay, ist ein Bot da? Kevin? Kevin? Junge. Kevin ist aber nicht da. Digga, Bot rasiert. Hä? Kevin? Ja? Wo warst du? Du warst AFK, du hast dich nicht mehr bewegt. Nee, ich bin da. Was laberst du, Digga? Du warst doch gerade weg. Nein! Digga, du hast dich gerade nicht bewegt und du hast auch nicht geredet. Was laberst du denn? Komm, jetzt streng dich mal ein bisschen an, ey. Wie soll ich das denn gewinnen, Alter, wenn du die ganze Zeit AFK bist, Junge? Ich bin ja AFK, Junge. Was glaubst du? Easy, easy, easy. Ja, ich komme. Junge, Kevin, jetzt geh nicht schon wieder AFK. Digga! Kevin? Digga, sag nicht, dass der jetzt schon wieder AFK ist. Das kann nicht... Oh mein Gott. Oh mein Gott, Sprite. Sprite geboostet. Kevin! Kevin, das kann... Digga, warum bist du denn... Ey... Ich schwör, Leute, der Kevin ist immer nur AFK. Ich weiß nicht warum. Oh mein Gott, ja moin. Natürlich bin ich tot. Digga, wo ist der denn schon wieder? Ich ruf den mal an. Digga, der geht doch nicht ran, Alter. Wo ist der denn? Junge, wo warst du, Alter? Digga, du gehst mit einer Runde AFK, Alter. Was ist los mit dir? Ich muss kurz Staubsaugen, hab ich doch gesagt. Digga, du hast gar nichts von... Was laberst du Staubsaugen? Junge, Digga, du kannst doch mal eine Runde zu Ende spielen und nachher Staubsaugen. Ja, aber es war gerade wichtig. Da war gerade so ein ganz böser Staubkrümel auf dem Boden. Der Teamer, der seine Teammates backstabbt. So, Leute, ihr seht, wir haben jetzt schon einen Mate gefunden, der mit uns spinnt, ne? Guck mal, wir bauen ein bisschen Vertrauen mit dem auf. So, wir gehören zusammen. Komm, wir sind Freunde. Ah, schönes Paar sind wir. Ey! Ey! Oh nein, der Helioboxer. Leute, wir, Regel Nummer 1, wir müssen die Mates supporten. Niemand darf unseren Helioboxer töten. Ganz wichtig. Oh nein, Leon, ey, lass die Helioboxer in Ruhe. Das geht überhaupt gar nicht. Leute, ganz wichtig, wenn ihr Team, ihr könnt mit jedem Team. Aber ihr müsst auf die Helioboxer aufpassen, ihr darf niemand sterben. Wir teamen. So, Leute, jetzt gehen wir mit ihm zusammen. Zünden das Gadget und überlegen uns das anders. Und jetzt Attacke. Okay, wir spinnen uns alle. So, und jetzt gehen wir rein. Zack, haben wir uns anders überlegt. Okay, so, wir spinnen und haben uns das anders überlegt und abfahrt. Der Sniper-Gott. Yo, was geht, Leute? Ist in der ersten Runde. Ich bin auf jeden Fall der Sniper-Gott und wir spielen jetzt hier Pipe and Roll. Wir wollen jetzt hier jeden wegsnipen. Oh, Leute, habt ihr das gesehen? Zu geil. Oh, sehr schön, Leute. Sehr schön. Okay, Mate gespawnt, leider. Soll ich den Karl? Ja, den Karl haben wir, den Leon. Let's go, Leute. Leon down. Two shot. Und nochmal hier geauto-aimed. Spike auch down, Leute. Sehr, sehr geile Runde. Sniper-God, Platz 1. Wir haben fast jeden Shot getroffen. Sehr, sehr geil. Okay, Leute, wir sind in der nächsten Runde. Wir wollen hier wieder mit Piper jeden hier wegsnipen. Oh! Und nochmal, Leute. Und noch der Devil. Und wir jumpen weg, Leute. Und wir jumpen weg. Let's go. Und wir snipen den. Snipen. Ach, das ist auch noch ein Lied. Gesniped. Noch ein Leon. Wir können ja auch auto-aimen. Nice Runde. Wir wurden wieder erster Sniper, weil das am Start. Der Abstauber. Ey, das ist mein Kill, Marvin. Haha. Oh, Junge. Mann. Ey, ich hatte ihn fast. Marvin ist die ganze Zeit werden. Junge, Alter, die sind so am Tryharden, ey. Junge, Marvin ist nur am Abstauben. Na, guck dir den an. Der schießt ja nicht mal normal. Geht nur, okay. Lost. Cheat im Abstauber recht. Ey, der Karl ist mein Kill. Ich kill den. Das ist mein. Oh, Marvin, Mann. Stopp. Marvin nimmt sich wirklich jeden die Kill. Die Pam. Come on, die Pam. Meiner. Nee, das ist meiner. Junge, schau mal. Marvin spielt wirklich nur auf Abstauber. Ja. Junge, das ist so lächerlich. Junge, und ich bin so low. Aha. Junge, schau, er nimmt sich jeden Kill. Oh, Mann. Digga, es geht nicht nur um die Kills, Marvin. Das ist jetzt aber Marvin ist kein Bounty. Ich bin hier vor, wir müssen ja! Hier schau, es geht ihm nur um... Digga. Ihr seid so schlecht. Oh, das ist jetzt meine. Das ist meine jetzt. Das ist mein Kill. Haha. Digga, du staubst ja... Digga, kannst du irgendwas anderes als das... Digga, schon wieder... Oh, ja, verreckt und abgestaubt. Den wollte ich killen. Ey, Poco, das ist mein Kill. Ha. Digga, Mann. Kill, Alter. Du Drecksabstauber, ey. Wie groß der Kill ist. Das kann doch nicht dein Ernst sein.
Nein, Junge. Zack, oh, ich weiß nicht genau. Wie er sich einfach nur jeden Kill stealt. Wie er sich einfach nur. Das ist meiner, das ist safe meiner. Das ciao. Junge! Was? Jeden Kill. Der Kommentator. So, wir gehen auf bereits 6 von 6 gefundene Spieler. Ich spiele Shelly. Die Gegner, wir haben auf jeden Fall eine Max, Mortis. So, unsere Kombo ist mit dem Boxer. Digga, ich kann mich nicht konzentrieren. Tara und ich spiele Shelly so. Einmal schnell auf den Daryl. Der Daryl und die Sketchcode einsetzen. So. Und da ist der erste, die erste Ulti. Oh, oh. Und da ist das Tor. Oh, und das Wiederzeichen. Und da ist das 1-0. Der Mortis konnte tatsächlich nicht viel machen. Der Daryl hat die Ulti. Ich habe jetzt auch gerade die Ulti. Ich probiere jetzt mal direkt in die Gegner reinzulaufen, damit ich meine Ulti schön setzen kann, um hier die Gegner komplett zu eliminieren. So, wir haben noch meine Ulti. Wir setzen die Ulti nochmal ein. Und die Gegner rollen, aber sie können tatsächlich sehr, sehr wenig machen. Das Tara Gadget probiert uns noch zu heilen, beziehungsweise greift jetzt die Gegner an. Und da ist dann auch fast das Tor. Puki hat da ein bisschen los gespielt. Ich gehe jetzt hier mal kurz auf Angriff. Junge, ich will mich konzentrieren, Digga. Du redest gestorben. So schnell, Alter. Ach, wir müssen mal aufpassen. Die Max hat gerade ihre Ulti eingesetzt. Achtung, nein, 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 nein. Oh, der Daryl, der macht das Tor. Morten 10 hat ein Tor geschossen. Das ist gerade nicht gut, das ist nicht gut. Also wir müssen auf jeden Fall in unserer Defensive noch ein bisschen arbeiten. Junge, ich setze meine Ulti ein und da ist der Mortis, der Boxer muss jetzt nur noch passen, oder er muss schießen und er macht das Tor. Oh mein Gott, das 2-1 nach einem Minute. Kannst du jetzt mal aufhören? Wir hatten sogar 3 Zuschauer und die Max, ja ihr seht es, die fällt sogar vor lauter, ja weil die verloren haben, sind die sogar umgefallen und unser Teammate, der will sogar weiterspielen. Also war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Runde. Der Trickshot, let's go, komm, ich mach Trickshot, Jungs, und, komm, ja, Mann, let's go, Alter. Wow, Alter, dass du massive spielst, da hast du jetzt deine Ulti für Grace, 1-0. Ja, ist doch egal, Digga, Trickshots for life, Trickshots, Digga, macht schon Spaß, Alter, oh, nice, okay, Achtung, rechts, ja, sehr gut, und, und, pass mir hier, ich mach Trickshot, pass, ja, danke. Mach lieber safe, mach safe, ich möchte nee, ich mach hier. Oh nein! Ja, warte, der wäre reingegangen. Ich hätte noch näher rangehen müssen. Warte mal, ich mach den gleich besser. So, let's go und mit Trickshot. Trickshot-Tor, ich mach Trickshot-Tor. Let's go. Holt den da weg. Na ja! Oh mein Gott! Wie? Alter, krass. Das war nicht schlecht. Pass, Tobi? Ich mach Trickshot. Pass? Ja, hier. Let's go. Und? Nein, das hat nicht gereicht, Alter! Ich hätte reinmachen können! Ja, Digga, ich wollte Trickshot machen. Ich wollte einen Trickshot machen. Komm, hör auf, Mann. Junge, Trickshots. Ich bin beim Profi. Digga, Trickshots sind viel schöner als normale Tore, ey. Das gewinnen wir eh. Ich wollte doch hier Pokale pushen, come on. So, das ist meiner. Ich mach Trickshot. Pass auf. Ich mach so einen krassen Trickshot jetzt. Nein! Was? Junge, der wäre so reingegangen, der wäre safe reingegangen, aber die sind halt richtig dumm gelaufen. Die sind richtig dumm gelaufen. Ja, sorry. Ich mach einen Trickshot. Okay. Mach nicht, come on! Nein! Oh, da waren ja Gegner im Weg! Oh Mann, ich hab den Winkel perfekt ausgerechnet, Digga. Okay, wenn wir jetzt. Ey, nee, nein! Oh Mann! Schade, ey. Der Lacker. Okay, ja, ich muss auf jeden Fall mal bald einen neuen Brawler freischalten. Warte mal, ich kann noch Jackie, Pam, Frank, B, Mortis, Tara, Jean, Max, Mr. P, Sprout, Spike. Okay, komm. Ja, komm, dann öffne ich mal eine Box. So, ich gönne mir jetzt mal eine große Box. Ich will nicht so viel ausgeben. Komm schon. 35, ja, das könnte was. Ja, das ist auf jeden Fall was Neues. Okay, Gadget. Ja, gut, kann man machen. Komm, noch eine große Box und nix. Oh doch, noch ein Gadget. Krass. Let's go, zweimal hintereinander. So, machen wir noch eine Big Box auf. Die Big Box, ne, lol, doch, die gönnen halt echt. Die gönnen halt, lol, Jackie. Ja moin, in jeder Big Box bis jetzt was gezogen. Krasse Sache auf jeden Fall, kann man machen. So, noch eine Big Box, let's go. Und da, oh lol, Frank, Alter. Kann man mal machen, ja, kann man mal machen. So, eine Megabox kann man sich ja noch gönnen. Und ja, da ist wieder was drin, let's go. Aber ich ziehe auch echt in jeder was. Oh, Jean, auch nicht schlecht. Ja, kann man machen. So, oh ja, 7 verbleibende, let's go, Alter, nice, das ist schon mal geil, Digga, das war schon wieder direkt die nächste Megabox, ich ziehe ja wirklich in jeder Megabox was, okay, das ist ein Gadget und, was ist es noch, oh, noch ein Gadget, naja, schade, 6 verbleibende, Digga, ich ziehe aber auch in jeder Megabox was, ne, ohne Pause, noch ein Gadget, ey, diese Drecks Gadgets, Mann, schon wieder 6 verbleibende, hä, lol, okay, also, so lucky bin ich jetzt normal auch nicht, aber kann man machen. Oh, 6 verbleibende.
Ey, jetzt wirklich in jeder Box mindestens irgendwas gezogen. Aber diese Drecks-Gadgets, ne? Ich brauch die nicht. Ja, geht doch. Ich wollte gerade sagen, ey, kann ich vielleicht mal Luck haben, Alter? Ich mache hier ein Opening. Ich zieh nicht mal den legendären, Junge. Was ist denn das für ein Dreck? Jetzt mal auf real. So, komm, jetzt gönn mal. Oh, Max. Nicht schlecht. Nice. Oh, lol. Hä? Digga. Ich habe einfach gerade Leon aus... Ich habe einfach gerade Leon aus einer Big Box gezogen. Digga, was? Hä, Alter? Oh mein Gott, Alter. Lol, ich bin ja wirklich so lucky, wie alle immer sagen. Oh mein Gott. So, das war's jetzt hier. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, lasst ein kostenloses Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Und abonniert auf jeden Fall alle, die mitgemacht haben. Alle Beschreibungen verlinkt. Ciao.